Tim wollte nur kurz auf die Toilette. Und plötzlich kam Ananas Andi vorbei. Ananas Andi hat Marie entführt. Los, finde und rette sie. Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Happy Wheels und wir legen direkt los mit einfach Leveln von euch. Und wir haben letztes Mal aufgehört bei Anderes Pogo und machen dementsprechend weiter bei Birgi First Level von Duty. Und er oder sie schreibt, hey Birgi und andere, dies ist mein erstes Level. Die Bauzeit beträgt, oder betrug, circa 2 Stunden. Die Spielzeit beträgt etwa 1 bis 2 Minuten. Ich hoffe, es gefällt euch und bitte bewerte fair an Herr Bergmann. Benote bitte den Schulnoten. Okay. Okay. Da kommen wir super, schon mal super raus. Ah, der Segway-Guy und ich glaube, wir wären niemals Freunde. Aber es ist so eine Hassliebe. Vielleicht ist das genau der Erfolg, warum wir immer wieder aufeinandertreffen. So, okay, alles klar. Alter, das ist aber auch, das hatten wir auch letztes schon mal so eine Situation hier. Dieses wunderbare Level, wo ich über die Schoko-Brownies. Wo ich über die Schokobrownies nicht so richtig gut rübergekommen bin. Und wo es übrigens weiterging, habe ich ja erfahren. Ah, das müssen wir uns eigentlich nochmal angucken. Stimmt, jetzt wo ihr es gerade sagt. viele hatten geschrieben, dass es dort weiterging, nachdem ich die Fische eingesammelt habe. Die hätte ich nämlich einfach zum Lagerfeuer bringen müssen. Vielleicht gucken wir uns das einfach nochmal an. Wenn ich dran denke. So. Okay, alles klar, das haben wir auch. Ei! Okay. Das hat ihn wieder komplett gesplashed. Warum nicht? Kann man machen. Okay, jetzt haben wir mal ein bisschen Speed drauf hier. Z. Oh, hier ist geil, Bergmann. Okay, aber das... Pass auf, ich bin kein Mensch, der aufgibt. Dementsprechend. Segway. Der Segway muss irgendwie weg. So, zack. Wir waren ja früher Zirkuskünstler, bevor wir hier nach Happy Wheels in die zweite Welt von Happy Wheels gekommen sind. Auch geil, das Z, wie das da so... Oh, wie das Z so einfach drüber gemalt ist über die 1. Ah. Warte. Oh, der blöde Segway ist ja komplett im Weg. Ja, nimm dein Bein. Oh ja. Oh, ich hab Hunger. Okay. Oh, ja. So. Genau. Dann nimm den mal weg. Oder schmeiß ihn runter. Genau. Trenn dich von deinem Segway. Du hast doch selber keine Lust mehr drauf. So. Du musst nur vielleicht oben anfassen, Kollege. Fass mal oben an. Oh. Ich sag dir. Okay, alles klar. Wir probieren es einfach nochmal. Das kann man ruhig mal machen. Aber ich scheitere immer hier direkt schon. Das kann man nicht angehen. So. So, und nochmal so welche Anfänge, wenn man so, wo echt schon so ein Hardcore-Rätsel ist, wie es auch in so einem Legend of Zelda-Tempel vorkommen könnte, da war mich Kirre, Jungs und Mädels. So. Ich habe übrigens den Eindruck, dass Happy Wheels so ein Let's Play ist, was sich, glaube ich, auch viele Mädels angucken hier. Kann das sein? Ihr könnt euch ja mal melden in den Kommentaren, weil wenn da nämlich... Jemand schreibt irgendwie unter den anderen Folgen, hey Bergi, wann kommt denn mal Happy Bits wieder? Oder auch was die Zitate angehen und sowas. Nein! Dann kommen die meistens von Frauen. Oh, das kann doch nicht angehen. Kann ich aber auch verstehen. Weil das ist ja eher so ein bisschen personalisierter hier noch als im Minecraft Let's Play, weil ich da ja auch viel über Gott und die Welt quatsche. Unter anderem habe ich mir zum Beispiel das Interview heute Morgen angeschaut von der ARD mit Gronkh und Sarraza und muss sagen, ich mag es, dass die beiden so die Vorreiter sind von der Let's Play-Szene, weil ich finde, das sind zwei sehr, sehr gute Repräsentanten und was sie gesagt haben, fand ich toll. Gut, das Level spielen wir jetzt nicht weiter. Es war natürlich trotzdem lieb, dass du es eingereicht hast. Ich fand es auch an sich echt cool. Nur am Ende jetzt, wie gesagt, bin ich gerade ein bisschen ärgerlich gestorben. Wir haben den Victory ja gesehen. Ich denke, du nimmst es mir nicht krumm. Gut. Die Zockerfabrik hat auch wieder eins eingereicht und schreibt Baggy 1 schwer, Hashtag 2. Und dachte mir, ich will dich sterben sehen, also helfe ich dir dabei. Du wirst dieses Level auf gar keinen Fall bei einem First Try schaffen. Eine prozentige Chance, Schätzung der Folge 118. YouTube Okrim zockt. Okay. Hi Baggy, das ist dein Tod. Okay. Ah, da war eigentlich so unrecht. Wir müssen ein bisschen uptime. Ja, das war schon wesentlich besser. Warten wir mal. 1, 2, 3. So, jetzt. Okay. Oh. Oh! Okay. Ey! Miley Cyrus hat uns liebevoll. Ey, wir leben doch, oder? Ey, wenn wir jetzt. Das wäre so gewesen, wenn wir jetzt in Victory noch eingefallen wären. So, bisschen abbremsen. Ja. Oh! Ja, alles gut. Aggressionen in diesem Level. Ey! Alter Schwede! Ist aber an sich wirklich cool gemacht, das Level. Also, muss ich echt mal sagen.
Ist natürlich super unfair, also unfair im Sinne von echt schwierig. Vor allem, wenn man einfach nicht in der Lage ist, mal am Anfang diese 2 Sekunden abzuwarten. Ha, okay. Aber... Und jetzt rüber, jetzt rüber, jetzt rüber. Ah, da! Okay, alles klar. Abbremsen, abbremsen, abbremsen. Okay, pass auf, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, wo kommt die Mine denn her? Was ist das denn? Oh, du Sau, du. Okay. Nochmal das Ganze. Liebevoll nach oben getätschelt. Und jetzt komplett rüber. Cheat, hack, 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 hack. Komm, links rüber, links rüber, links rüber. Wir können doch nicht so weit fliegen. Ey, ich wusste es. Wo sind wir? Wir sind hier irgendwo. Da vorne ist die Mine. Explodiere, Mine. Explodiere nicht, Kopf. Komm einfach nur mit deinem scheiß Fahrrad raus. Alter, da. Okay. Wo ist die Mine? Sie ist weg. Okay. Oh, nicht so extrem. Nein, da ist die Mine. Nein. Oh, das ist so unfair. Berge, das ist dein Tod. Ja, 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 ja. Die Mine ist einfach die eigentliche Bedrohung hier. Ja. 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 Genau. Ich finde das geil. Okay. So. Sag mal, last try jetzt. Lady in red. Ja. Okay. Und ab in den Victory. Okay. Ein nehme ich noch. Ein nehme ich noch. So. So. Das lief gar nicht so schlecht. So, Timmy. Oh. Wir haben offenbar... Okay. Oh. Oh. Okay, jetzt müssen wir uns sputen. Okay, okay. Aber die Frage ist einfach, wie kommen wir da am besten... Ach, das ist doch einfach... Okay, alles klar. Sei mir nicht böse. Aber auch hier muss ich mir leider geschlagen geben. Du hast recht gehabt. Ich habe es einfach nicht geschafft. Wir machen weiter mit Baggy 1 in Führung von YouTube Junkie X. Und er schreibt, hey und willkommen zu meinem Level. In diesem Level geht es, wie der Name schon sagt, um eine Entführung. Story steht im Level. Viel Spaß. PS, mehr Marie in Tims Videos, mehr Kitsch in Tims Videos. Und jetzt go, go, Baggy Rangers. Ja, ich habe gerade schon gelesen, dass... Oder Marie hat vorhin erzählt, dass viele von euch wohl geschrieben haben, Marie und ich hätten Zank oder so, weil sie nicht mehr so oft in den Videos auftritt, aber das stimmt. So, wir machen weiter. Nein, Quatsch. Kommt demnächst bestimmt mal wieder. Bitte Falle beim STG drücken. Okay. Eines Tages waren Tim und Marie romantisch essen. Hashtag Frau Bergi. Tim wollte nur kurz auf die Toilette und plötzlich kam Ananas Andi vorbei. Ananas Andi hat Marie entführt. Los, finde und rette sie. Okay. Oh Gott. Okay. Oh Gott, oh Gott, Miley. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay, das. Ah. Du wirst Marie nie wiedersehen, sie gehört mir. Danke, dass du mich gerettet hast. Stimmt aber leider nicht. Aber ich kann jetzt schon nicht verstehen, warum dieses Level nur 2 Sterne hat. Denn ich liebe diese Geschichten-Level. Vielleicht liebt ihr sie aber nicht, ich weiß es nicht. Ich finde das immer super klasse. So, wir sind hier aber sehr, sehr einfach durchgekommen. Ich weiß gar nicht, ob Miley Cyrus überhaupt eine Bedrohung ist. Offenbar nicht. Dafür diese Arrows. Und ihr wisst, Arrows und Birgie. Das ist eine Leidensgeschichte. Die waren unter anderem damals dabei, als meine Familie von 3 Spaten umgebracht wurde. Vielleicht erinnern sich manche, bei Let's Play Poker hatte ich das schon mal erwähnt. Und jetzt gucken wir mal. Dass wir dürfen halt nur nicht hier an der... Marie! Marie! Oh ja! Endlich wieder zusammen! Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Keine Ahnung, fand ich super. Also wirklich, wolltest du eine Benotung? Nö, willst du nicht? Ja dann, okay. Nee, fand ich aber wirklich sehr schön. Und 3 Sterne sehe ich gerade. Ja, guck mal. Aber hätte für mich auch 5 Sterne kriegen können. Wir machen weiter mit Bergmann Don't Move Epic von 123 Table Crasher. Und er schreibt, hey und willkommen, Herr Bergmann. Wo du bitte erstmal dir was überlegst, worüber du erzählst, dann darfst du losspielen. Viel Spaß. Okay. Worüber kann ich denn erzählen? Ich kann ja nebenbei einfach erzählen. Kann ich ja was zum Adventskalender erzählen. Welchen soll ich denn nehmen eigentlich? Das ist natürlich auch wieder sehr geil mit dem Don't Move, wenn man nicht weiß, welcher Charakter. Adventskalender, wir drehen momentan fleißig. Und das ist... Welchen soll ich nehmen? Den. Wir drehen momentan fleißig. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ich hoffe, dass wir das diesmal so schaffen, dass ich wirklich auch viel vorproduzieren kann. So dass... es im Endeffekt keinen Zeitengpass am Ende gibt, weil ich irgendwas nicht geschafft habe und dann gibt es vielleicht wieder 1-2 Tage keine Folgen. Das wäre fatal. Und momentan sieht es aber ganz gut aus. Okay, das sieht doch hier schon besser aus mit dem Typen. Oder auch nicht. Schade. Reiß gerne nochmal neu ein, wenn du den Typen hier ausgewählt hast, weil sonst muss ich jetzt alle durchklicken und das ist ein bisschen nervig dann. Aber
Reiß gerne nochmal ein. Baggy 1, der Warp Andy von One Shot Creep, und er schreibt: Hey, Herr Bergmann und andere, freut mich, dass du mein Level auserkoren hast. Nun aber ran an den Speck. Hoffe, es gefällt dir euch. Bewerte es mit den Schulnoten. Baggy, deine Videos sind klasse. Bleib, wie du bist. Dein treuster Fan. Lieben Gruß, One Shot Creep. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt habe ich Bock auf Speck irgendwie. Ich habe Speck erst vor einiger Weile für mich entdeckt und war ganz fasziniert. Mit so einem Omelette war das, mit so Speck und Schnittlauch drin. Oh, fantastisch. Ananas Andi droht dir, dich mit einer Ananas zu töten und will danach die Weltherrschaft an sich reißen. Halte ihn auf und schicke ihn ins ewige Eis. Wenn dich der Warp erwischt, stirbst du. Um zu sehen, wie er stirbt, darfst du gerne eine Runde durch den Warp. Okay. Ah, okay. Jetzt habe ich ihn getötet. Was hätte ich eigentlich nicht? Okay. So, die Suchdrohnen, alles klar. Die haben Timmy aber ganz schön gesucht gerade. Ja. Ja, gut. Oh, sehr langsam, sonst fangen dich die Seelenanker. Das ist schön umschrieben hier. Die Seelenanker. So, Timmy. Rutscht, macht das alles ein bisschen rutschiger, damit wir besser durchkommen. Ananas Andy, Kuhfladenbau. Oh Gott, ich hab sie gerade erst gesehen. Ich bin so genial. Okay, alles klar. Das ist doch wirklich... Ich hab's gelesen und in dem Moment die Miene gesehen. Und dann erschrecke ich mich auch schon mal ganz gerne. Obwohl ich ja sonst nicht so der schreckhafte Typ bin. So. Diesmal, aber ich bin ja auch ganz froh, dass wir Timmy dabei haben. Jetzt hier volle Kanne rüber. Ja, das ist doch Fullspeed, so wie ich ihn liebe. komm, nimm aber die anderen beiden auch noch mit. Okay, das ist cool. So, Junge, Lord Ananas wird nicht erfreut sein, dich hier zu sehen. Ich dachte, er sei im Warp verschollen. Leichtgläubiger Wicht. Stirb, an mir kommst du nicht vorbei. Ja gut, aber Junge hat ja auch gerade beim Tisch da ein bisschen zu kämpfen. Andi, jetzt geht's um die Wurst. Zeig mal, was du drauf hast, Bergi. Bergmann, setzen. 6. Okay. Oh! Tja, Andi. Wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Brast... guck mal, selbst diese Scheiße, selbst diesen Drecksspruch, den ich nicht mehr hören kann, selbst den habe ich verkackt. Ich bin der schlechteste Witze- und Floskelnerzähler auf diesem Planeten. Gleich nach Happy Wheels. Aber guck mal, hier, passt doch. Hoffe, es hat dir gefallen. Wäre cool, wenn du das Level in Schulnoten bewerten könntest. Kriegt von mir auf jeden Fall eine 2+. Fand ich gut. Gerne mehr davon. Wir machen weiter mit... Wir spielen übrigens alle Level, fällt euch jetzt auf. Auch die Zweier-Level. Habe ich extra für euch gemacht. Baggy Swordthrow von BustyMan88. Hi, Baggy, dieses Level habe ich nur für dich gemacht. Liebe Grüße aus Österreich, Tirol. Bitte grüße meinen Freund Maxi. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Welcher dieser YouTuber gewann Varo? Okay. Oh, falsch. Es ist natürlich Palutin. Warum hat das nur 2 Sterne? Ich verstehe es nicht. Super tolles Level zum Abschluss. War eine runde Sache. mit diesem letzten Level und einem netten Gruß an Maxi, auch wenn das hier keine Gruß- und Wunschbox ist, ich habe schon mal gesagt, sage ich euch noch einen schönen Tag. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Kommt gut nach wie vor durch die Woche. Und wir sehen uns morgen wieder in einer neuen Folge Happy Beats. Oder später vielleicht bei Minecraft. So, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bergmann.